Wäre zwar wahrscheinlich in echt vielleicht nicht so, aber ja, so brauchst du dir halt wenigstens keine Gedanken machen. Irgendeine Art von Geode? Gut, was sagen die seismischen Aktivitäten hier? Na, hallo? Das sollte alles sein. Weiter Gut. geht's. Was ich allerdings komisch finde, halt, das, was hier rauskommt, das sieht halt schon so aus wie halt Öl oder sowas. Ich glaube nicht, dass das so prinzipiell gut Da ist, steckt eine ne? Menge Energie drin. Noch mehr Müll, den Yunichen hier gelassen hat. Ja, leider. Und das ist halt nur von einem Unternehmen, ne? Auch wir brauchen es nicht. Warum sollen wir es mit hochnehmen? Der Aufwand wäre viel zu groß. Kann doch im Meer versauern, sieht eh keiner. Ja, reden wir mal nicht drüber, ne? So, nehmen wir noch ein paar Geoden mit. So, auf an die Wasseroberfläche, also nicht an die Wasseroberfläche, zum Moon. Zum Moon wollen wir. Und dann müssen wir sag's mir ja, zur Raffinerie. Thorins Höhle. Thorin Eichenschild. Vielleicht der? Freust du dich, mich zu sehen? Ja, ich freue mich. Ah, jetzt. Ich hab gefragt, wo der Sound hin ist. Okay. Das heißt, warte mal, wir haben. Zur Raffinerie müssen wir. Was mich mal kurz interessieren würde. Ja, das ist gar nicht gut. Okay, nee, wir hören auf, den Turbo zu benutzen. Das wäre nämlich gar nicht gut. Hier unten ist so eine Bauanleitung. Die Frage wäre, haben wir die schon? Nee, haben wir noch nicht. Ah, la 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 la. Au, 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 au. Geh nicht weg. Ich brauche Reparaturwerk. Definitiv. So, nehmen wir dich gleich mal mit hier. Was haben wir hier drin Feines? Ich kann das mit dem Crafting-Tisch verwenden. Dekoration 3. Sehr schön. Und los geht's. Deko ist immer gut. Das macht das Ganze auch gleich so ein bisschen heimischer. Das Gute ist, dass du halt so halber diese ganzen Sachen halt, ja, ich sag mal, nebenher so erledigen kannst, ne? Weil du musst ja eh über die ganze Map so gefühlt. Und dann kannst du gleich sagen, ja, komm, dann sammeln wir mal das, weil es eh auf dem Weg liegt, gleich mit ein, so. Finde ich ganz gut. Gut, wir sind bei der Raffinerie. Fast. Was habe ich denn eigentlich markiert gehabt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall könnte ich die
aufheben, glaube ich, die Markierung. Und wir müssen weiter hoch, meine ich. Oder? Zentrale Drohnensteuerung. Das hier ist die Raffinerie. Viele Parkplätze immerhin. Ja, das ist wenigstens etwas. Aber ich bin bei der Raffinerie. Gut. Der Wartungseingang ist hinten. Alles klar. Showtime. Moment. Die Schlüssel? Ah ja, die habe ich. Okay. Also, die sieht auch schon sehr mitgenommen aus, die Raffinerie, ne? Du gehörst nicht hierher. Also, zumindest hat sie schon ein paar Tage hinter sich. Wenn wir können. Ich nehme mal die gleich mit. Ah, da hat einer gefehlt schon. Wer hat den genommen? Wer war das? Ein Stück Metall. Ah, wie kommen wir jetzt hier rein? Nein, hier geht's auf keinen Fall lang. Ich glaube nicht, dass das der richtige Weg ist. Ja, ist einfach halt auch zugestellt, ne? UT61 finden. Und dann können wir gleich die Algen mal hier mitnehmen. Wenn wir schon hier sind. Ach, schleimig. Ja, das haben, glaube ich, Algen so an sich. Nicht, dass wir jetzt hier schon den Eingang haben. Hier unten ist nichts für mich. Hallo? Mal her. UT61. Ja, da haben wir ihn. Nehmen wir aber gleich das Ding hier noch mit. Kontakt. Nützlich. So. Ups. Hier unten ist nichts für mich. Aber das ist doch der Eingang. Ach nee, UT67 hoch. Jetzt wäre die Frage. ...66? Okay, also sprich, wir müssten weiter runter. Oder? Also wenn zumindest die 66 weiter unten ist, könnte es denn sein, dass die 61 ganz unten ist? Wobei, hier ist nichts. Oh, guck mal, können wir aber gleich dich hier mitnehmen. Hier wäre ein Eingang. Das ist die 62. Kommst du denn? Jetzt müssen wir mal gucken, wo die 61 ist. Und hier unten haben wir noch Kohle, so wie es aussieht. Na, komm her. Jetzt wäre die Frage, hier ist halt oben eins. Ob das die 63? Was haben wir hier? Die 64. Nee, das müsste ja denn prinzipiell. Das war die 62. Hier oben habe ich aber auch noch eins gesehen, meine ich. Ist halt die Frage, ob das die 61 ist. Also zumindest denke ich, dass es hier oben noch eins ist. Yes. Daraus kann ich was bauen. Interessanterweise. Oh, guck mal. Ich glaube, ihnen ist kalt. Ich glaube, wir müssen ihnen was Warmes besorgen. Plastikflasche. So wie das am Umzittern ist. Was ist das? Ist teilweise schon ein bisschen hell. So, dann drehen wir mal auf.
Okay, okay, es ist nur ein Routinejob, der seit mindestens einem Jahrzehnt nicht mehr gemacht wurde. Tja, weil halt die Oberen zu gierig sind, müssen wir halt einfach mal die Produktion erhöhen. Tja. Tim, ich bin da. Na gut, wir müssen den Druck in den Rohren erhöhen, um den Durchfluss zu steigern. Aber mehr Druck bedeutet, naja... Mehr Druck halt, ja. Zum Glück gibt's ein Kühlsystem, das dafür sorgt, dass alles schön rund läuft. Das für... Geht durch zum Hauptverteiler und dann fangen wir an. Dafür müsste das Kühlsystem aber auch einwandfrei funktionieren, ne? Also, alles so an sich... Ich weiß nicht, ob das, ja. Okay. Ziehen wir mal den großen Hebel. Ich gehe runter. Alles klar, es sollte durchs Hauptrohr hochkommen. Du wirst es sofort sehen. Mir ist immer noch ganz mulmig, deswegen. Das wird doch niemals glatt gehen. Beim besten Willen nicht. Tim? Kleines Problem hier. Ah, verdammt. Ah, beim Zentralaufzug leuchtet es rot. Was hast du gemacht? Nichts. Nichts. Na, abgesehen davon, dass ich den Hebel für abwärts gezogen habe. Verdammtes Ding. Der Wartungsdienst sagte mir, jemand hätte... Ja. Mann. Oh. Das, Junge, ist das Herzstück des Ganzen. Weißt du, wie viele $1000 Rohöl hier jede Sekunde durchrauschen? Viel. Ich definitiv nicht. Aber es ist mehr, als du oder ich jemals sehen werden. Tja, und das ist halt das Problem an der ganzen Sache. Das ist es. Okay, jetzt geh zu den Druckventilen und leg einen Zahn zu. Sie sollten jetzt auf deinem Sonar auftauchen. Ja. Also ich sehe zumindest Turbine. Ich sehe nur Turbinen. Und mal Raffineriekern. Also die Turbinen. Turbine. Sicherheitscode-Panel. Warte mal, wir fangen mal an mit der 01. Am besten. Ausgangsleistung der Turbine erhöhen. Aber wenn ich das hier schon sehe, dass das Rohr undicht ist, weiß ich nicht, ob das so gut ist, dass wenn wir den Druck erhöhen. Gar nicht gut. Soweit dazu. So, jetzt die Frage. Dass das hier die Turbine 01 ist, das wissen wir. Ausgangsleistung der Turbine erhöhen. Ah, guck mal, da haben wir noch Sauerstoff. Den nehmen wir gleich mal mit. Und da können wir auch was dran drehen. Aber erstmal nehme ich den Sauerstoff mit. Davon kann man nie zu viel haben. Richtig. Gut. Warte mal, sollten wir vielleicht erstmal hier... Das hier ist doch bestimmt für die Kühlleiste. Wäre es nicht gut, wenn alle drei gleichzeitig oben sind?
Okay, wir können auch nur in eine Richtung drehen, so wie es aussieht. Also. Warte mal, ich lasse das mal so. Wir ziehen mal am Hebel. Ich muss das übersehen haben. Habe ich mir nicht fast gedacht. Also ich denke fast, dass die alle drei oben sein müssen. Vielleicht. Oder alle drei unten? Also unten würde passen. Tatsächlich, das würden wir hinkriegen. Nein, da fehlt was. Jetzt wären zumindest alle drei unten. Wir sind noch nicht fertig. Da fehlt noch was. Ja, ich weiß. Ach, sieh mal eine an. Ja, ich, anders, I understand. Warte mal, wir müssen, oh Gott, die Symbole. Dieses Magnetsymbol. Ist das, was ganz oben sein muss. Magnetsymbol, ob ich mir das merken kann, ich weiß es nicht. Die zwei L's müssen unten. Okay. Und das muss in der Mitte sein. Also Magnet oben. Magnet ist ganz rechts. Die zwei L's sind in der Mitte. Und das andere L ist ganz links. Ganz links, Mitte. Mitte, unten, oben. Okay, das kann ich mir mittlerweile, glaube ich, mal leichter merken. Mitte, unten, oben. Mitte, unten, oben. Reicht das schon? Oder müssen die... Ich glaube, die müssen innerhalb dessen sein, ne? Ah, das Problem ist, die hier sind anders angeordnet. Von daher können wir jetzt nicht einfach sagen, Mitte unten oben. Oder? Na, das war eventuell schon fast zu viel. Gucken wir mal eben. Okay. Ja, warte. Das L. Ja, wobei, das passt eigentlich ganz gut. Jetzt müssen wir bloß gucken, ob eventuell das hier schon ein bisschen zu hoch ist. Der Druck steigt. Okay. Weiter zum nächsten. Wobei ich fast so die Vermutung habe, wenn wir alle Turbinen an ihre Leistungsgrenze bringen, wird hier drinnen so ein kleiner Sog entstehen. Zeit, so hast du in der Not. Genau. Aber gucken wir mal. Mir schwarmt trotzdem Böses. Weiß nicht, ob das so gut ist. Was wir hier tun. Gut, was haben wir hier? Gut. Mitte, oben, Mitte. Mitte, oben, Mitte. Vorher hole ich mir allerdings auch noch den Sauerstofftank hier. Und zwar den Stab. Davon kann man nie zu viel haben. Mitte, oben Mitte war das, ne? Mitte, oben Mitte. Sehr schön. Wenn
Ventil Nummer 2. Mitte. Okay. Dann lassen wir das so. Okay. Das läuft doch einfacher als gedacht. Das Rohr sieht aber auch nicht ganz dicht aus. Unten, oben, oben. Und wir nehmen die Sauerstoffdingens wieder mit. Auch wenn es nur eins ist diesmal. Ich glaube, das ist so ein bisschen darauf ausgelegt, los geht's. Dass man nicht unbedingt dieses Upgrade hat. Unten, oben, oben. Okay, das sollte reichen. Der Druck steigt. Das sieht nicht gut aus. Ja. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Tim, hier drin wird's brenzlig. Bei mir hier sieht alles gut aus. Nee. Ja, ich meine, ich bin kein Techniker, aber bevor ich mit den Ventilen gespielt habe, war da kein Dampf. Und jetzt? Naja, hier ist eine Menge Dampf. Fast wie in einer Sauna. Am besten bringst du das Kühlsystem wieder in Gang. Keine Sorge, alles unter Kontrolle. So fängt alles an. Keine Sorge, alles unter Kontrolle. Das wird schon. Jetzt müssen wir bloß gucken, wo das Kühlsystem ist. Ja. Da ist das Kühlsystem. Okay, okay, okay. Ja, das sieht ausgefallen aus. Also zumindest symbolisiert das Rot. Ich muss was übersehen haben. Da ist ein Leck. Das ist nicht so gut. Ja, so viel zum Thema Wartung. Ist das Klebeband? Ja, das ist Klebeband. Was? Ziehen die hier unten ab? Ja, reden wir mal nicht darüber. So viel zum Thema Wartung. Also ich könnte mir auch vorstellen, so blöd es klingt, dass gesagt wurde, wir sparen mal so ein bisschen ein, weil wir müssen unseren Profit maximieren. Und allerdings muss die Wartung denn damit mit den Sachen klarkommen, die sie zur Verfügung hat. Und ja, da muss dann halt das Klebeband her, weil halt keine Reparaturmaßnahmen getroffen werden können. Anders kann ich es mir zumindest nicht erklären, warum man ein Leck mit Klebeband schließen sollte. Es gibt noch mehr zu tun, wie es aussieht. Fragt sich nur was. Kühlsystem. Ja, wir müssen dieses Leck wahrscheinlich irgendwie stopfen. Oder nicht? Ja. Ich sehe jetzt leider Gottes auch nicht, wie wir dieses Leck irgendwie zubekommen. That's my problem. Ich habe halt auch leider... Oh, niedriger Sauerstoff.
Das könnte nützlich sein. Ja, fragt sich bloß, wie nützlich? Was haben wir hier? Oh, das ist ein Sauerstoffstab, okay. Tja. Ich bin gerade so ein bisschen... Oh, warte mal, hier können wir noch durch. Sehe ich gerade. Na komm, lass mich durch. Dankeschön. Hm. Okay. Nummer 1 und Nummer 2. Okay. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt das Kühlsystem zum Laufen kriegen. Wobei mir das Leck immer noch so ein bisschen Sorgen macht, wenn ich ehrlich bin. Es wird doch gleich noch mehr aufgehen. Okay, Kühlsystem auf maximaler Leistung. Also, ja, genau das. Tim, das ist scheiße. Ja. Oh, das ist alles in Ordnung. Es ist alles gut, lass mich nur... Ja. Es ist nichts gut, Tim. Überhaupt nichts. Das fliegt hier gleich in die Luft. Gib mir ein paar... Es gibt keine Sekunden. Es reicht. Das ist... Ich mach das rückgängig, Tim. Sie können mich feuern oder verklagen oder tun, was immer die wollen, aber... Ich sterbe nicht unter Wasser, damit sich andere eine goldene Nase verdienen. Na gut, scheiß auf sie. Der Wartungsraum im Keller. Das ist die einzige Möglichkeit, den Druck zu senken. Das stoppt den Durchfluss komplett. Okay, ich bin auf dem Weg dorthin. Und zum Glück haben wir... Zum Glück haben wir nicht irgendwie so einen Zeitdruck. Oh Mann, ey. Ich wusste doch von Anfang an, dass das schief geht, ne? Ganz ehrlich. Also und schon alleine das Ding, das Leck mit Klebeband zu schließen. Also welche Amateure waren da bitte am Werk? Also, wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass sie sich nicht anders zu helfen wussten, weil sie halt kein Material haben, wie auch immer. Aber... Das kann so nicht. Nein. Nein, 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 nein. Ah! Ja. Wo hat sie uns jetzt hingespült? Oh, Pearl. Ich glaube fast, dass wir bewusstlos sind. Und dass sich das in unserem Kopf abspielt. Ist aber nur eine Vermutung. Ich würde mal hier lang gehen. Dieser Ort. Was ist das? Ich muss einen Weg hier rausfinden. Ja, definitiv. Und das sogar... Zurück zum Lebensmodul. Herr Tim. Tim muss wissen, dass es da ein Leck gibt.
Also ganz ehrlich, ne? Das konnte nur schief gehen. Ich weiß nicht, wer da nicht gemeldet hat, dass... Och ja, dieses Leck ist übrigens so mit Panzerband oder mit Klebeband. Ja, egal, es hält schon. Profit, Profit. Das ist das Einzige, was zählt. Ach, guck mal. Das ist unser Haus. Was ist das hier alles? Kommen wir hier rein? Nee. Das ist das Foto, was wir gesehen haben. Das ist ihr Zimmer. Ach, Gott. Er kuschelt hier. Was machst du hier? Oh nein. Pearl, ich vermisse dich. So, so sehr. Sind wir jetzt wieder wach? Was? Wo bin ich? Der Bunker. Ich bin wieder dort. Raus. Ich muss raus. Dass wir noch leben, ist überhaupt... ein Wunder, würde ich mal meinen. Nein, er antwortet nicht. Ich werde es weiter versuchen. Stan? Stan, bitte kommen. Ja, hier. Stan. Anwesend. Ich bin hier. Ich bin... Was... Was ist passiert? Das Öl. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich sehe schon. Wir hätten dich verloren. Oh Mann. Es gab einen Vorfall. Aber dafür ist jetzt keine Zeit. Warum keine Zeit? Komm da raus und lass die Drohnen das regeln. Begib dich einfach zurück zum Lebensmodul. Ich melde mich gleich. Oh Mann. Was sollen wir dazu noch sagen? Also uns... Also ich würde mir da jetzt... ehrlich gesagt, keiner Schuldbewusstsein. Also wir konnten dieses Leck halt auch... das Leck auch nicht... stopfen. So blöd es klingt. Also ich hätte es gerne irgendwie... aber, ja. Schon allein wegen dem Leck konnte das so schief gehen. Es war so absehbar. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt ist die Frage, wie es weitergeht. Vor allen Dingen würde mich mal interessieren, ob die das jetzt versuchen zu vertuschen. Weil, keine Ahnung, ob das jemand auffällt, dass hier auf einmal so ein bisschen was passiert ist. Handbedienung, ist leicht zweideutig, wenn wir jetzt ins Wohnmodul gehen.
Sam, alles gut bei dir? Ist dir kalt? Was zum Teufel ist los mit dir? Warum kannst du nicht einfach normal sein? Emma ist drüber weg. Aber du steckst in einer selbstsüchtigen Spirale von... Und jetzt siehst du auch noch Dinge? Reiß dich verdammt nochmal zusammen. So sieht es aus. Du verlierst sie. Genau wie du. Oh Mann. Genau, wie wir Pearl verloren haben. Oh Mist. Mann. Was ist da eigentlich passiert? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist... Öl. Tja. Überall Öl. Ich muss mit Tim sprechen. Besser ist das. Okay. Ist in Ordnung. Es ist vorbei. Eieiei. So, warte mal. Wir gucken mal kurz, ob wir hier eine Meldung haben. Bevor wir Tim anrufen. Das Gespräch mit Emma letzte Woche. Das war... Wenn sie nur verstehen könnte. Was verstehen könnte? Das wäre jetzt so... Ich weiß nicht mal, wann das aufgenommen wurde. Aber schön, dass es das gibt. Hm. Meint er seinen Gemütszustand verstehen? Also, ich kann mir sehr durchaus vorstellen, dass es mega schwierig ist, gerade wenn man sein... Der Gründer von Unitrench, Rory Cruz, einmal sagte, Teamfehler, bitte an Wartung wenden. Stanley Moray, Sie haben 15% Ihrer täglich empfohlenen Wasseraufnahme getrunken. Trinken Sie jetzt Wasser? Trinken Sie jetzt Wasser. Okay. Kommt sonst noch was? Verlust erkannt bei ansässigem Arbeiter. Bitte halten Sie eine gesunde Ernährung ein, um optimale Arbeitsbedingungen zu erreichen. Woher weißt du, wie schwer ich bin? Tim? Ja, Junge, ich bin hier. Wie läuft's? Wie kommst du zurecht? Was ist passiert? Die Rohre? Keine Sorge. Wir schicken schnell ein paar Drohnen runter, die sich um das Leck kümmern. Aber da war überall Öl und ich dachte, ich hätte Wale gesehen und... Stan, bitte. Das ist nicht gut, ich weiß. Aber Unitrench tut alles, was möglich ist. Das konnte niemand voraussehen. Überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Aus Sicherheitsgründen musst du jetzt an Ort und Stelle bleiben. Verlasse das Lebensmodul nicht. Für wie lange? Ich weiß es nicht. Bis du von mir hörst. Verstanden? Verstanden. Ja. Ja, ich hab's kapiert. Pass auf dich auf. Ich mein's ernst. Ich muss was trinken. Auch ohne Alkohol. Alkoholfreies Bier. Dann trinken wir ein alkoholfreies Bier. Ich würde mir dazu gerne mal den... Bier? No? Wenn wir uns darauf setzen? Sich manchmal einfach hinzusetzen. Nachdenken. Lass uns die guten Nachrichten hören. So etwas habe ich nicht mehr erlebt, seit ich klein war und es scheint nicht aufzuhören. Die Vorhersage sagt eine weitere Woche mit Orkanböen und Starkregen voraus. Also wäre es jetzt der richtige Zeitpunkt, die alten Gummistiefel abzustauben. Falls man Gummistiefel hat. Entweder schafft es ein riesiges Ölleck vor der Küste nicht mehr in die Nachrichten, oder jemand will es vertuschen. Ich denke eher Zweiteres. Mal sehen, wie lange das so bleibt. Wie haben Sie das hier runtergebracht? Ich sollte das aktualisieren. Da fehlen einige Wracks. Wir haben die Filmkanäle gesperrt. Och nee, Leute. Okay, jetzt ruft jemand an. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie es irgendwie versuchen zu vertuschen. Stan, melde dich. Ja, hier. Bin da. Alles in Ordnung? Ja, gerade so. Ich habe Fragen. Nee.
Nicht besonders. Ja, ziemliches Chaos. Also, das ist zwar nicht vorgesehen, aber wir schicken weitere Pläne nach unten. Drohnen sind bald bei dir. Pläne? Wofür? Warte ab. Geh raus und triff dich mit dem Kurier. Gut, dann treffen wir uns mit dem Kurier, würde ich sagen.